Halleluja. Halleluja. Oh, Glorias. Halleluja. Gott ist da. Er ist der Gott, der uns führt. Wir dürfen seiner Gnade gehen. Wir dürfen seiner Liebe gehen. Halleluja. Alle, die gewaffnet sind, nehmt den Schwert des Geistes. Oh, Gloria. Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe all das, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles in den wunderbaren Namen Jesu. Halleluja! Kannst diesem Gott einen Applaus geben? Der Einzige, der würdig ist in der Gemeinde Jesu Christi. Der Einzige, der gekommen ist, um zu retten. Er heilt, bewahrt, erquickt. Er ist der lebendige Gott. Oh, Glorias. Halleluja. Oh, Glorias. Gott ist gut. Halleluja. Ich möchte jetzt beten für das Wort Gottes. Dass Gott möchte wirken, mächtig trotz den Dienern. Gott möchte hineindringen in deinem Herzen, trotz unserer manchmal Taubheit. Dass Gott möchte in unserem Herzen diese Gunst schenken, dass wir zulassen, dass sein Wort uns transformiert, uns erneuert. Dass wir in Kraft gehen statt Pandemie. Dass wir in Liebe gehen statt Anklage. Dass wir in Glauben gehen statt Theorien und dass wir wissen, Halleluja, Gott ist mit uns, in Jesu Namen. Amen. Wenn du willst, darfst du gerne mit mir beten, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, für deinen Sohn, Herr, der gekommen ist, für uns gestorben ist, für deinen Geist, der in uns wohnt, für den wunderbaren Vater, Herr. Oh, Halleluja, Herr. Wir sind nicht vaterlos, Herr. Wir sind nicht ungewollt, Herr. Wir sind nicht ein Zufall, Herr. Wir sind nicht Opfer einer Pandemie, Herr. Wir sind nicht, Herr, Willkür einer Regierung ausgeschaltet. Wir sind nicht ein Planeten, der einfach aus einer Laune der Natur entstanden ist. Und du bist der Gott, der uns führt, Herr. Wir werden geführt nicht von Mutter Natur, sondern von Vater Gott, Herr. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und Vater, im Namen Jesu nehmen wir in Anspruch die Verheißungen deines Wortes. Jeden feurigen Pfeil der Hölle, jede Unterdrückung, jede Angst, Herr, jede Gedankenmanipulation, Herr. Jeden feurigen Pfeil der Hölle durch das Blut Jesu Christi im Namen Jesu befehlen wir raus, Herr. Raus aus den Gedanken deiner Kinder, raus, Herr, aus diesem Ort, raus aus den Familien, raus aus den Häusern. Wir verheißen die Zusage deines Wortes, die Freiheit des Evangeliums und die Liebe durch Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Oh, Glorias, Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja, Gott ist gut. 1. Samuel, Kapitel 1. Erste Samuel, Kapitel 1, Vers 12. Geht um Hanna. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Darfst dich gerne setzen, in Jesu Namen. Wir leben in einem Zeitalter der Investition. Worin hast du in der letzten Zeit investiert? Ich habe einen guten Freund, der hat vor etlichen Jahren in Bitcoin investiert. Und ich redete mit ihm vor einem Jahr, er war reich geworden, alles, was du dir vorstellen kannst und freue mich. Es ist ja angenehm, reiche Freunde zu haben, nicht wahr? Hauptsächlich wir Pastoren, wir freuen uns. Und diesen Tag rief ich ihm an und ich habe mit ihm geredet eine Zeit und wo er ablegte, sagte er, Pastor, könntest du mir ein bisschen Geld borgen? Ich sage, was? Die Absicht war das Gegenteil eigentlich. Am Ende eines Gespräches, ne, sagt er, ja, sagt er, weißt du, ich habe dann Bitcoin investiert und dann eine andere Investition und ich habe es nicht gesehen, dass ich auf einmal in dieser Börse süchtig geworden bin und da bin ich sowas von reingefallen. Ich habe mein Haus verloren. Wisst ihr, Geschwister, welche sind die Investitionen, die sich heute noch lohnen? Worin investierst du? Ich möchte hier über eine Frau reden, die hieß Hanna. Und Hanna, sie hatte eine Investition mit Weisheit. Mit Weisheit zu investieren, das hält ein Leben lang. Das hält das irdische Leben aus, das hält das ewige Leben aus und das hält auch das Eheleben aus. Denn wenn du in einem Eheleben lebst, ehe du dich versiehst, bist du hineingefahren in etwas, was du nur mit einer weisen Investition regeln kannst. Ich finde es gigantisch. Wir lesen hier die Geschichte von einer Frau
Und ich finde das gigantisch, wenn wir diese Geschichte lesen. Die Bibel sagt, nach der Neues Leben-Übersetzung, es war ein Mann namens Elkanah. Der lebte in Ramah, ein Zufit vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu, der ein Sohn des Ephraimiter Zufam. Er hatte zwei Frauen, Hannah und Peninja. Peninja hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkanah nach Silo, um dem Herrn, den Allmächtigen, anzubeten, um ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort, die beiden Söhne von Eli, Hophni und Pinjas. An dem Tag, an dem Elkanah sein Opfer darbrachte, gab er Peninja und jeden ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hannah jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Peninja machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war dasselbe. Peninja verhöhnte Hannah, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging, sodass Hannah weinte und nicht mehr essen wollte. Warum weinst du, Hannah? Fragte ihr Mann Elkanah. Ich denke, wenn wir diese Geschichte betrachten, merken wir, dass wir oft im selben Zustand sind, wo Hannah hier war. Wir lesen in diesen Versen, dass es war eine große Herausforderung für Hannah, ihr Leben zu. Denn es war immer jemand da, der ihr ärgern wollte. Ich weiß, in deinem Leben gibt es keine solche Person. Aber es gibt Menschen, die haben solche Herausforderungen. Jemand, der dich ärgert. Und hier war es jemand, der sie ärgerte zu Hause. Oh, Halleluja. Von der Firma kannst du nach Hause gehen. Von dem Verkehr kannst du nach Hause kommen. Wenn du irgendwo Schwierigkeiten hast in einem Kassenbereich, du kannst einfach verlassen. Supermarkt kannst du verlassen. Aber zu Hause, dein letzten Ort des Zufluchts, und wenn dort deine Würde angegriffen wird, kannst du es nicht. Es gibt verschiedene Bereiche, wo ich Hannah ihr Leben sehe, wo sie investiert. Und ich möchte mal zeigen, wo Hannah im Reich Gottes investiert. Erstens, sie investierte in die Familie. Ah, Geschwister, Familie ist die erste Einrichtung, die Gott geschaffen hat. Und das ist der Bereich, der der Feind am meisten versucht anzugreifen, ist es die Familie. Auch wenn es ungünstig war, beharrte sie und investierte in die Schwierigkeiten. Und ich finde es gigantisch, wenn wir das Leben von Hannah betrachten, in welchen Bereichen sie nicht nur Herausforderungen hatte, sondern wo sie zugelassen hat, dass Gott ihr Leben in einer solchen gigantischen Art, ab Vers 9 sagt es, eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Das war eine Gewohnheit von ihr. Sie investierte in ihre Familie, im Heiligtum des Herrn. Ah, wie wunderbar ist es, wenn wir lernen, unsere Familie im Heiligtum des Herrn zu investieren. Mein Vater, wo die bolschewistische Revolution in Russland kam. Er war damals Jugendlicher. Er ist ausgewandert mit 21 Jahren von der Sowjetunion. Und er hat mir erzählt, wie sie im Winter manchmal bis zu minus 60 Grad im Wald sich getroffen haben, um Gottesdienst zu haben. Und wo sie sehr oft von der KGB erwischt wurden. Am Ende der 20er Jahre, 1929, war von den Gemeinden in den Umgebungen von Orenburg in der Sowjetunion, in Russland, in der Grenze von Kasachstan, waren 30% aller Männer schon inhaftiert worden. Sie waren zur Gefangenschaft nach Sibirien geschickt worden. Jedes Mal, wenn man jemanden erwischte, nahm man die Männer der Familie, die Frauen wurden verschont und die Männer wurden dann zu den Gefangenschaftslagern nach Sibirien geschickt. Und ich fragte meinen Vater, wieso habt ihr euch trotzdem immer versammelt? Ich sage, das war doch so gefährlich und das war so, um nicht ein anderes Wort zu gebrauchen, gesegnet kalt. Sagt er, für ein Kind Gottes gibt es keine andere Option, denn wir sind Familie. Und er sagt, wir versammelten uns in der Gewissheit, nächstes Mal sind wir nicht alle mehr hier. Und ich dachte, wir leben in einer Situation, wo vielleicht eine Pandemie mehr Erfolg gehabt hat als ein kommunistisches System. Wo wir auf einmal uns distanzieren. Hannah, sie wusste, damit ich in der Familie investieren kann, soll, darf und muss, gehört das Haus des Herrn dazu. Und ich freue mich immer wieder, dass Gott uns diese Gnade schenkt, dass wir heute Freiheit haben, im Haus des Herrn zu sein. Ich bin jemand, ich hatte einen Vater,
der mich gottesdienstsüchtig gemacht hat. Und unabhängig, wo wir waren, er hat in mir dieses gestreut Sehnsucht nach dem Haus des Herrn. Und ich erinnere mich schon in jungen Jahren, wo ich in Urlaub ging und ich schaute immer in die Urlaubsorte. Ich fragte den Agenturen, wo gibt es dort denn Gottesdienste? Er sagt, sie fahren doch in Urlaub. Ich sage, genau, das gehört zum Urlaub, Gottesdienste. Und wie wunderschön, die Bibel berichtet uns hier von Hannah, dass sie mit Weisheit investiert in der Familie. Hannah heiratete Elkanah, aber Elkanah hatte noch eine andere Frau. Der größte Rezept für eine Katastrophe ist eine Dreierbeziehung. Katastrophe. Oft sind wir in Situationen hineingekommen und wenn wir zu dem Herrn Jesus kommen, merken wir, dass wir hineingekommen sind in Beziehung auf Arbeit, in Beziehung auf Familie, in Beziehung auf unsere Gaben, in einen Maßstab, der nicht von Gott war. Aber du bist in diesem. Und wie dort, und jede Familie ist nicht perfekt. Wir haben diese Gnade, Gott erführt uns. Und Hannah wusste, der Ausweg aus Herausforderungen sind mit Kämpfe im Geist. Ah, Geschwister, es ist so wunderbar, wenn wir im Geist kämpfen. Wenn wir wissen, Gott ist mit uns. Wenn wir wissen, natürlich will Gott, dass wir brave Kinder sind. Dass wir diese Mutter, zwei Kinder kommen zu ihr und sagen, Mama, was willst du zu Weihnachten? Und sie sagt, ich möchte zu Weihnachten zwei ganz brave und liebe Kinder haben. Dann sagt die Tochter, dann wären wir ja schon zu viert, das geht gar nicht. Wisst ihr, Geschwister, wenn Gott uns in der Gnade führt, wissen wir, dass die Liebe Gottes, dass die Gnade Gottes. In 5. Mose 6, Vers 5 sagt es, und du sollst dem Herrn Gott lieb haben von ganzem Herzen. Das Wunderbare ist, dass wir in dem neuen Bund, du brauchst dich nicht anstrengen, um Gott zu lieben, sondern Gottes Liebe wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns. Du darfst empfangen, du darfst in dieser Gnade gehen, du darfst in dieser Kraft gehen. Familie ist eine Investition fürs Leben. Und ich möchte sagen, es gibt verschiedene Konzepte von Familien. Es gibt Familien, wo du Vater, Mutter, Kinder, es gibt Familien, die du Gemeinde hast, es gibt Familien, wo du einen Familienkreis hast, es gibt WGs, die eine wirkliche Familie geworden sind. Und Gottes Verheißung, die Bibel zeigt uns, sie investierte trotz aller Entmutigung. Sie war die Zweite, sie war nicht geliebt von den ihren Mitbewerberinnen, sie war, hatten so viele Kinder von dort und bei ihr nichts. Ah, sie fühlte sich beinahe so wie in der Pandemie, wo alle auf einmal ein anderes Konzept haben als ich, ganz alleine gelassen. Elkanah liebte Hannah, aber sie bekam keine Kinder. Sie bekam keine Kinder. Wir sind oft eine Gesellschaft, die kinderlos geworden ist. Es ist nichts Schlimmes als Kinderlosigkeit, geistlich Kinderlosigkeit in unserer Berufung und Kinderlosigkeit in der Familie. Kinder bedeutet, dass du jemand, dass du in der Zukunft, dass du in der nächsten Generation investierst. Ich habe geistliche Väter gehabt, die keine Kinder gehabt haben, aber die für mich wie Väter geworden sind. Ich kenne Schwestern, die nie geheiratet haben, die beste Mütter waren, die es hier gegeben hat. Ich kenne Personen, die sich investiert haben in Sozialprojekte in einer Dimension, dass sie hunderte Kinder gesegnet haben, was sie nicht hätten, wenn sie eins oder zwei Kinder hatten. Wir sind berufen als Väter und Mutter und Mütter in einer Generation, die keine Vaterschaft, keine lieben Vaterschaft kennt. Es ist schwer, aber Hannah hat nicht aufgehört zu investieren. Obwohl sie unfruchtbar war, das war der irdische Zustand. Aber Hannah zweitens hat im Glauben investiert. Im Glauben investiert. Hannah war die Familie wichtig, aber sie investierte in ihren Glauben. Und ich denke, das ist etwas, wo wir heute mit einem gewissen Automatismus gehen. Du stellst einen Rechner an und der geht an. Du steigst in einem Flugzeug und du glaubst, dass der Pilot eine Ausbildung gehabt hat. Du stellst dir nicht vor, das ist so wie in einem nordischen Land, wo der Pilot seinen Sohn am Cockpit hat spielen lassen und der Flugzeug ist abgestürzt, sondern du glaubst daran. Aber wenn es um Wort Gottes geht, da haben wir oft diese Zusagen vergessen, die Gott uns gibt. Wenn wir glauben von ganzem Herzen,
werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hanna kam und öffnete ihr Herz dem Herrn. Sie ging im Haus des Herrn. Das Haus des Herrn, es war sehr fern von ihrer Location. Der Priester war sehr fern von ihrer Gunst. Und ihre Familie, hauptsächlich ihr Zustand, waren sehr fern von den Zusagen der damaligen israelischen Kultur. Sie geht im Haus des Herrn. Und scheinbar war es nicht üblich. Denn der Priester, er saß an der Tür. Der Priester, ihr Priester, wenn man von ihm liest man, dass er saß. Er saß im Dienst, er saß, wo Hanna kam, er saß später, wo die Nachricht über seine Söhne gibt. Irgendwie war das nicht ein Mann, der aktiv, aber sie hat sich entschieden, ich gehe im Haus des Herrn, denn ihre Treue galt Gott und nicht der Einrichtung. Und sie wusste, Gott wird es ehren, unabhängig von den Herausforderungen und von der Unvollkommenheit seiner Diener. Und dann tut sie was, was im Alten Testament noch nicht offenbart war. Sie fängt an zu beten, sie betet im Herzen, sie bewegt ihre Lippen, aber was aus ihrem Mund herauskommt, wird kein menschlichen Verstand herauskommen. Das ist so ähnlich wie in Apostelgeschichte 2. Sie redeten und da kam nichts Vernünftiges raus. Was sagten die Menschen? Sie dachten, sie wären betrunken. Was dachte der Priester, was Hanna war? Betrunken. In der damaligen Zeit war es ihnen noch nicht offenbart, dass wir die mächtigste Waffe des Universums haben. Das ist unser Gebet im Geist. Und das ist etwas, was in meinem Leben eine große Wende, wir hatten diese Woche bei unserem Mitarbeitergottesdienst am Samstag auch, am Donnerstag mit den Leiter treffen, da ist es mir wichtig geworden, was die Bibel uns lehrt, wie wir ein siegreiches Gebet führen. Und wenn wir Epheser Kapitel 6, Vers 14, ab 14 nehmen, sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Eure Füße sollen für die Botschaft eintreten, die in den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurige Pfeile Satans abzuwehren. Setzt dem Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, eurem Schwert, der den Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Wenn wir anfangen, im Geist zu beten, geschehen Veränderungen in unserem Leben. Interessant ist es, wenn du die Bibel betrachtest. Die Bibel, sie spricht durch direktes Wort, durch die Fülle des Geistes, durch Eingeben des Geistes. Die Bibel hat verschiedene Codes, die sie auch zahlmäßig gibt. Deswegen etliche Bibeln, die eine moderne Übersetzung haben, die haben die Maßstäbe der damaligen Zeit in Maßeinheit der heutigen Zeit. Und dann verliert sich die prophetische Gabe. Wenn etwas 40 Ellen hatte und man übersetzt es in 20 Meter, da ist diese Zahl, die oft prophetische Zahl ist. Und in der Bibel gibt es verschiedene Bedeutungen für Zahl. 6 zum Beispiel ist Zahl des Menschen und 7 ist die Zahl. Vielen Dank, Gary. Das war echt lieb von dir. Ein Applaus dem Herrn für dein Leben. Halleluja. Halleluja. Und oft vergessen wir es. Wenn wir hier lesen, die Bibel spricht und fängt an, uns zu zeigen, also erstens spricht er von einem Gürtel der Wahrheit. Nummer 1. Zweitens haben wir den Panzer der Gerechtigkeit. Drittens haben wir die Füße der Verkündigung des Evangeliums. Viertens haben wir Glaubensschild. Fünftens haben wir Helm Rettung. Und sechstens haben wir unser Wort, der Schwert des Geistes. Also 6. Und dann 7. Und interessant finde ich, die Schlachterübersetzung, die sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Er spricht von diesen letzten Waffen, wo er spricht von den Helmrettung, von Schwert des Geistes. Das bedeutet, wo wir unsere Gedankenwelt. Und dann sagt er, indem ihr im Glauben in Sprachen, in Zungen betet. Diese Maßstäbe, wenn wir anfangen, im Glauben es in Anspruch zu nehmen,
geschieht eine mächtige Veränderung in unserem Leben. In 1. Korinther 14, Vers 4 sagt der Apostel Paulus, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Dieses griechische Wort erbaut wird auch oft für Heilung gebraucht. Dieses Erbauen ist nicht nur geistlich, es ist nicht nur psychologisch, es ist auch körperlich. Wo wiederhergestellt wurde, deine Leber, die in Schwierigkeiten war, deine Lunge, die ganz schon nekrosiert war, dein Gehirn, der irgendwie schon sklerosiert, da kommt ein Aufbau. Und das war etwas, was mir im Jahr 1999, wo ich anfing, im Geist zu beten, habe ich mir damals vorgenommen, eine gewisse Zeit am Tag zu beten. Und ich habe es immer beibehalten, im Geist zu beten. Das bedeutet, du kannst in Sprachen beten, denn wenn du in Sprachen betest, dann betet dein Geist. Denn mit unserem Gehirn können wir oft nicht wissen, was los ist. Du weißt nicht, was in der geistlichen Welt los ist. Aber wenn du im Geist betest, dann kommt der Geist mit den Bitten vor dem Vater und da kommt diese Offenbarung der Gnade und das ist, was Hannah tat, wo sie da betete. Es kommt ein Bedürfnis aus deiner Seele, wo wir manchmal nach unseren irdischen Erkenntnissen gar nicht nachvollziehen können. Und das Wunderbare ist, dieses Sprachengebet, das kannst du überall zu jeder Zeit machen. Und ich habe es jahrelang, bis zu vorigem Jahr, über 20 Jahre, und ich hatte eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, dass ich seitdem eigentlich nie wieder krank geworden bin. Nicht mal eine Erkältung. Einer von meinen Familiären hat gesagt, Mensch, ich ärgere mich immer, Papi wird nie krank. Und Gott hat uns das gegeben. Am Anfang dieses Jahres habe ich die Strategie geändert und ich fing an, mehr Fürbitte zu tun. Die Liste von allen Mitgliedern, von den Mitarbeitern, von Missionsdiensten. Und ich habe Fürbitte gemacht und habe irgendwie dieses Sprachengebet habe ich vernachlässigt. Und das fiel mir auf, wo ich im Krankenhaus lag und auf einmal anfing, in Zungen zu beten. Und da merkte ich, wir haben so eine starke Waffe, die wir nicht einbringen. Und das Gute ist, er sagt alle Zeit, du kannst unabhängig, du bist im Verkehr und da ist ein großer Stau. Statt dass wir uns ärgern und schimpfen über den zweiten von rechts, der nicht sieht, dass die rote Ampel ist, kannst du einfach in Zungen beten. Du kannst den Herrn loben in Sprachengebet. Du kannst einfach, wenn du durst, kannst du den Herrn loben. Während du arbeitest, kannst du ein Zungengebet. Du kannst das zu jeder Tätigkeit kannst du in den Sprachengebet gebrauchen. Und das ist etwas, eine wunderbare Waffe, die Gott uns gegeben hat. Oft vergessen wir es. Hannah, sie betet dort und der Priester, er denkt, sie ist betrunken. Hannah hatte ein Gebetsanliegen. Sie kam in Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel sagt, das trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch das andere alles hinzugefügt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du möchtest, dass deine Kinder Männer und Frauen Gottes wird, mach sie süchtig für das Wort Gottes. Das Wort süchtig, bitte versteh es nicht falsch, mach sie Liebhaber des Wortes Gottes. Dass sie Freude haben, im Haus des Herrn zu gehen. Lass nicht zu, dass sie, wie der Apostel Paulus sagt, die Gemeinschaft verlassen. Ich habe so oft gesehen, Geschwister, die Gemeinschaft verlassen. Irgendwie schafft der Feind es, dass Flöhe in unseren Gedanken, dass unsere Gesinnung verwirrt wird und wir verzappeln uns in Verschwörungstheorien. Und wir merken nicht mal, dass wir an Verschwörungstheorien gefesselt sind. Hannah glaubte, dass das Projekt Gottes in ihrem Leben ohne das Haus Gottes unmöglich war. Wir brauchen der Heilige Geist in uns, macht, dass du Tempel des Heiligen Geistes bist. Und Gott, wo er uns führt in Kraft und in Wahrheit, wo wir in der Gnade Gottes gehen. Hannah wusste und Hannah macht ein Gelübnis. Sie macht ein Gelübnis und diese wunderbare Eingabe, die Gott ihr gegeben hatte, die Bibel sagt uns, dass wo der Priester zu ihr schaut und merkt, sie ist nicht betrunken und sie sagt, Vers 16, denkt nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe einen großen Kummer und Leid aus Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Der Priester hatte keine Ahnung, dass dieser, der geboren würde, würde sein Nachfolger sein. Wo Eli ein Priester war, kommt der Nachfolger, der ein Priester, der ein Richter und der ein Prophet wird. In Vers
19, am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging den Herrn noch einmal anzubeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als Elkana mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als es soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbitten. Interessant ist, die Bibel zeigt nachher, dass Hannah noch viele andere Kinder hatte. Aber dieses Kind, das im Glauben gebärt wurde. Und oft ist das so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an der ersten Liebe, wo du damals das erste Mal dem Herrn erfahren hast, wo du auf den Berg gingst zum Beten, du kamst in den Gebet in der Nacht, du kamst in Gemeinschaft und dann hat Gott so Wunderbares gewirkt und dann bist du in diesem Glauben gegangen, aber die nächsten Früchten waren nicht mehr in dieser Dimension, sondern es war dieser Durchbruch und dann kam der Segen und irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, an dem Segen Gottes und suchen Gottes Gegenwart nicht mehr. Hannah war anders. Die Bibel sagt, und sie ging und weihte ihm dem Herrn. Vers 28, jetzt gebe ich ihn dem Herrn zurück. Er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie betete dort dem Herrn an. Es gibt nur eine sichere Investition. Es ist, wenn du deine Kinder dem Herrn anvertraust. Es ist, wenn du dein Haus dem Herrn anvertraust. Es ist, wenn du dein Leben dem Herrn anvertraust. Es ist, wenn du deine Finanzen dem Herrn anvertraust. Es ist, wenn du deine Laune dem Herrn anvertraust. Wir leben in einer Zeit, wo wir vollgestopft werden mit Infos. Mit irdischen Infos, mit wissenschaftlichen Infos, mit geistlichen Infos. Ich sprach mit einer lieben Schwester. Sie sagte, ich schaue bis zu 20 Predigten am Tag. Ich sage, weißt du, ich habe eins gelernt, man hat drei Nahrungen am Tag, weil du brauchst Zeit zum Verdauen. Es hilft nichts, wenn du etwas aufnimmst, aber nicht lernst zu horchen, dem Herrn nicht fragst über sein Wille in diesem Wort und nicht die Gelegenheit hast, dass der Heilige Geist mit seinem gesegneten Finger auf die Wunden zeigt, wo wir noch oft in eigenen irdischen, in Maßstäben von Verletzungen, in Ängsten, in Einsamkeit wandeln und wir nähren uns eine Predigt nach der anderen und vergessen, dass die Anwendung ist ein Teil der Predigt. Das bedeutet, dass wir den Heiligen Geist fragen, in welchen Bereich meines Lebens, Herr, möchtest du verändern? Dass du zulässt, dass Gott in deinem Leben hineinkommt. Die Bibel sagt, sie kommt und sie bringt all das, was sie dem Herrn versprochen hat, sie bringt es dem Herrn. Hannah hat dem Herrn gesagt, ich gebe dir den Sohn zurück. Die Vision. Hannah hatte eine andere Investition, Investition in der Zukunft. Die Zukunft, dass sie wusste, dass Gott würde ihr Sohn im Haus des Herrn versorgen. Obwohl der Priester jenseits von Gut und Böse war, obwohl die Söhne des Priesters einen schlechten Ruf hatten, obwohl Israel abgekommen war von dem Wort Gottes. Aber sie wusste, dass wenn sie ihm im Haus des Herrn geht, sie wusste, Gott wird für meinen Sohn da sein. Unabhängig, wie fehlende Ausbilder er hat, unabhängig, wie viele Schwierigkeiten in der Regierung ist, unabhängig, wie viele Dinge gottlos vorgehen in der Obrigkeit. Aber ich weiß, Gott hat die Kontrolle und ich weihe ihm dem Herrn und ich weiß, Gott wird ihn führen. Gott wird dich führen. Gott wird deine Familie führen. Gott wird deine Berufung führen. Gott wird die Fehlentscheidungen reparieren. Gott wird es tun. Er ist der Gott, der führt. Der Bund mit Gott. Sie investierte in Gott, vor dem Samuel geboren wurde. Sie brachte Gott Dankopfer, vor dem Samuel geboren wurde. Sie kam im Haus des Herrn, vor dem sie Samuel kennengelernt hatte. Und die Bibel sagt uns, dass Gott gibt ihr einen Sohn. Ein Sohn, der ein Muster wurde von Gerechtigkeit. Ein Sohn, den wir in den Prinzipien Gottes sehen können, was geschehen ist, wegen einer Investition, wegen der Investition seiner Mutter. Und viele Zeit im Leben von Samuel lebte seine Mutter nicht mehr. Aber das Gebet seiner Mutter lebte in ihm. Samuel vielleicht in vielen Bereichen hatte so viele Herausforderungen, dass er vielleicht oft nicht mal mich daran erinnert hat, weil er war nur sehr kurze Zeit mit Mama. Weil Mama ihn zu sehr liebte, gab Mama ihn weg. Ah, Geschwister, wir sind wie oft so eigen
Ich merke das immer, wir als Schwiegereltern. Und auf einmal kommt eine zweite Person und nimmt Anspruch auf unsere Kinder. Wie wagst du es? Ich habe ihn hunderte Mal die Windeln gewechselt, ich habe für ihn die Ausbildung gekostet, nächtelang bin ich gewesen und so. Und dazu kommt so ein kleines, gesegnetes Mädchen, hat keine Ahnung von dem. Goodbye, auf Wiedersehen, ich nehme ihn mit mir. Und die Schwiegermutter schaut und segnet sie und spricht in Zungen. Gott sei Dank kann die Zunge nicht interpretiert werden. Wir merken oft gar nicht, wie eigensinnig wir sind, an dem Moment, wo Gott anfängt zu segnen. Wenn wir ehrlich sind, Annas Aktion ist bis heute eine Herausforderung. Weil wir in der heutigen Zeit vergessen haben, uns anleiten zu lassen. Der größte Prediger der heutigen Zeit heißt Mr. Google. Da kannst du noch so viel biblische Wahrheiten bringen, aber in Google steht geschrieben. Und wir merken gar nicht, wie sehr wir zulassen, dass die Welt uns schult. Welches ist die beste geistliche Investition? Ich bin jetzt in einer Phase, wo ich schon ein bisschen geistlich ernte. Und es ist so gigantisch, wenn du dich entscheidest, gegen all das, was oft dich ärgert, deine Familie im Haus des Herrn zu investieren. Obwohl du Kontra bekommst von allen Richtungen. Aber du weißt nach Prinzipien Gottes, wenn du dich nach Gottes Maßstäben hältst. Ich erinnere mich, eines Tages kam eine Verwandte, kam uns besuchen. Und ich merkte, in ihrem Gepäck hatte sie etliche Dinge, dass wir bei uns zu Hause nicht zuließen. Und sie kam rein und sagte, mach dir keine Sorgen, ich mache es auf dem Balkon. Ich sage, ich habe ein Bündnis mit Gott. In diesem Haus kommt nichts davon herein. Denn alle die Kinder, die Gott mir anvertraut haben, werden Kinder Gottes werden. Also in diesem Haus, sie sagt, aber ich tue es auf dem Balkon. Ich sage, das Balkon gehört zu unserem Haus. Also in diesem Haus kommt das nicht rein. Sagt sie, aber ich tue es im Koffer. Ich sage, der Koffer steht im Haus. In diesem Haus kommt das nicht rein. Und ich erinnere mich eines Tages, ich machte einen Besuch nach Kanada, traf ich diese Bekannte und da hatte sie mir gesagt, es war eine gute Entscheidung, die du damals getroffen hast. Denn bei mir zu Hause habe ich es nicht geschafft. Wisst ihr, Geschwister, die Bibel sagt, in der Welt wirst du verachtet werden. Die Menschen werden dich nicht verstehen und werden versuchen, Lügen zu verbreiten, dass du zu radikal bist, dass du fanatisch bist, dass du altmodisch bist, dass du oldschool bist. Die Bibel sagt, wenn wir anfangen, in Gott zu investieren, fängt Gott an, unser Leben zu segnen. Ich hatte einen sehr guten Freund. Und wo ich zur Bibelschule ging, ich wollte damals zu einer Elite-Universität in Brasilien, die heißt ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ich bin aber in dem Sehtest, bin ich nicht durchgekommen, denn ich sah andere Dinge, als sie nicht sahen. Und er hat eine wunderbare Uni gemacht, hat später seinen Doktortitel gemacht. Er kam aus einer Familie aus Portugal. Und wir waren beide Kinder Gottes. Und er fängt an zu investieren. Er sagt, Theodor, investier in Wissen. Das Einzige, was bleibt, ist Wissen. Und ich sage, das Einzige, was bleibt, ist Gott. Wenn wir in seinem Reich investieren, alles andere geht vorbei. Investiere in Gott. Und die Bibel berichtet uns, dass er uns, nachdem wir als Gemeinde Jesu das Vorrecht haben, den Heiligen Geist in uns zu haben, das ist etwa, was alle Könige, Propheten begehrt hätten zu wissen. Wie ist es, wenn der Heilige Geist in dir wohnt? Wie ist es, wenn du voll bist des Heiligen Geistes? Wie ist es, wenn du in Christus bist, eine neue Kreatur bist, wenn keine Waffe, die gegen dir geschmiedet wird, erfolgreich sein, weil Gott mit uns ist? Und ich möchte dich ermutigen, anfangen, in Anspruch zu nehmen, die Waffe, die Gott uns gegeben hat, in Investition, die größte Waffe. Es ist das Gebet. Es ist das Gebet erstens, das Gebet, das wir haben, und das erste Gebet unseres geistlichen Lebens ist, wenn wir Jesus aufnehmen. Wir Evangelikalen, wir sind oft sehr anklägerisch. Ein Bruder kam zu mir und sagt, ja, da ist jetzt dieser und der Pastor, aber das ist so eine billige Theologie, weil wenn er Übergabegebet macht, da steht nicht das, bitte verzeih all meine bösen Sünden. Ich sage, wo steht das in der Bibel, dass wir müssen um Verzeihung der bösen Sünden. Überall in der Bibel. Ich sage, in meiner Bibel steht, in Römer Kapitel 10, wenn wir mit unserem Mund bekennen, von Herzen glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, werden wir errettet. So steht es in meiner Bibel. Ja, aber es gibt auch verschiedene. Ich sage, weißt du, wir
sind berufen, zu segnen, die uns fluchen, zu beten für die, die uns verfolgen, zu denjenigen, die in Ängsten sind, sie zu trösten. Wir haben die Berufung, wir sind Licht der Welt, du bist nicht Laser der Welt. Wir haben manchmal diese Laserkomplexe. Wenn jemand da ist, der etwas tut, was dir nicht gut geht, gleich ein Phaser. Nein, wir sind Licht. Wo Finsternis ist, da kommt das Licht. Und wie kommt das in unserem Leben? Wenn Gott durch uns leuchtet. Und das können wir nur tun, wenn wir in seiner Gnade gehen, wenn wir zulassen, dass sein Wort uns führt und wenn wir leer werden von uns. Wir Christen, wir sind so aller Welts Besserwisser. Wir wissen, jetzt ist die Zeit und dies ist die apokalyptische Zeit und diese Impfung, die ist vom Feind. Und wenn jemand sich impfen wird, der wird in 3,5 Jahre sterben, weil ich weiß das, weil ich habe den Geist Gottes in mir, Halleluja, gepriesen sei der Herr durch mich. Wisst ihr, Geschwister, wir vergessen oft, wir haben einen Gott der Gnade, einen Gott der Liebe. Wenn er nicht gnädig wäre, wäre ich nicht errettet. Wenn er nicht in Liebe wäre, wärst du nicht hier. Wenn wir nicht Gunst bei ihm hätten, wären wir alle. Das einzige Volk Gottes war das Volk Israel. Und durch ihr Verfehlen ist uns Gnade widerfahren. Wir haben nichts davon verdient. Wir sind Flüchtlinge an der Grenze von Polen gewesen. Wir waren da und das wurde ein Machtkampf, das der Feind gebraucht hat, um uns zu destabilisieren. Aber da kam Jesus und er versöhnte uns mit Gott. Auf einmal bekamen wir alle den Pass. Der Zaun wurde abgerissen, der Vorhang fiel und wir sind alle Heavensbürger. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Jetzt kannst du in einen Heavenscoin investieren, statt in einen Bitcoin, weil in einen Bitcoin wirst du bittere Überraschung haben. Aber wenn du zulässt, dass Gott in deinem Leben kommt, vielleicht sind das sehr viele Jahre vergangen, seitdem du das letzte Mal diese Freude im Herrn gehabt hast. Ich möchte dich ermutigen. Wir kommen die Weihnachtszeit hinzu. Und in dieser Weihnachtszeit geschehen sehr viele Dinge oft, die in uns in einer Nostalgie verwandeln, die uns in einer Zeit der Erwartung des Advents bringen, aber auch die größte Depressionszeit in dem Jahr ist die Weihnachtszeit. Aber wir als Kinder Gottes, wir haben in Christus Jesus die Kraft des Weihnachtens. Die Welt, sie wurde getäuscht. Die Welt wurde getäuscht. Damit sie die Wahrheit nicht erkennen, haben sie einen roten Bartmann vor der Wahrheit getan, haben da ein paar Rentiere ihm vorgespannt, haben ein Getränk gebracht, das große Rotes, haben die Farbe Rot, die für das Blut ist, geändert in einer ganz kitschigen Sache, damit die Welt nicht erkennen soll, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, die Welt zu erretten, die Sünder zu erretten, Segen zu bringen, Kraft zu bringen, Familien zu heilen und in ihrem Leben ein neues Leben. Und ich möchte dich ermutigen, eine Impfungserfrischung geben. Wir brauchen sie. Ein Bruder kam zu mir und sagt, wenn diese Impfung gut wäre, bräuchte sie nicht eine dritte. Ich sage, ich lese in der Bibel, da sind verschiedene Dinge, die dreifaltig sind. Und wenn du ein bisschen Familie hast, dann weißt du, bei deinen Kinderimpfungen waren alle Impfungen dreimal abgereicht, nicht wahr? Wir haben von Gott eine Spritze im Heiligen Geist, die uns in sowas von befähigt, aber diese Spritze bringt auch sehr viele Verschwörungstheorien. Ich dachte, wenn du erst voll des Heiligen Geistes bist, müsste jeder wissen, dass das Ding gut ist. Aber nein, da kommt jemand und sagt, die sind betrunken. Der Priester sagte, sie sind betrunken. Auf der Straße sagte man, die sind betrunken. Genau die, die nicht tranken, sagte man, die waren betrunken. Die Bibel sagt, dass die Welt kommt mit Arglist und verwandelt Wahrheit in Lüge und Lüge in Wahrheit. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du anfängst, im Reich Gottes zu investieren. Wenn du in einem anderen Land ziehst, dann ist das Beste, was du tust, dass du die Sprache des Landes kennst. Für mich war das eine gesegnete Herausforderung, weil die deutsche Sprache ist eine sehr, wie kann ich das in diesem Land sagen, ohne dass ich abgeschoben werde, eine sehr gesegnete Sprache. Ich möchte dir sagen, wenn du eines Tages möchtest im Himmel kommen, dann wäre es gut, dass du ohne Akzent redest. Denn es ist etwas ganz Interessantes, wenn du in einem Land kommt und die Sprache nicht beherrscht. Da sagt mir mein Vater immer, die Sprache, deutsche Sprache, ist so, es ist für mich so wie meine Frau. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. Und oft in unserem Leben, wir haben dieses Herrscher, wir möchten das Sagen haben und wir möchten im Heiligen Geist Autorität haben, als Prinzen und als Königskinder, weil wir berufen sind als Könige. Wir vergessen, Jesus kam als Diener.
Aber der Apostel Paulus in der Offenbarung des Heiligen Geistes, die Bibel sagt, dass Jesus, er kam als Diener der Beschneidung, er kam zu Israel. Er kam um das Volk Israel. Und Paulus, er wird berufen, uns, diejenigen, die nicht zum Volk gehörten, wo wir Christus aufnehmen, uns das zu überbringen im Heiligen Geist, wie wir auch das Geheimnis der Fülle Christus erleben können durch den Heiligen Geist, ohne das Werkzeug der Beschneidung. Und dann merken wir auf einmal, er hat uns die Waffe des Heiligen Geistes gegeben. Und ich möchte dich ermutigen, im Heiligen Geist zu investieren. Was bedeutet das praktisch? Praktisch bedeutet das, dass du anfängst zu investieren im Gebet im Geist. Dass du, selbst nachdem du deine Bibel gelesen hast, wenn du im Verkehr bist, wenn du deine Arbeit tust, selbst wenn du vor dem Rechner siehst, dass du einfach ganz leise im Heiligen Geist kannst du beten. Ich finde das so gigantisch. Ich war in einem Amt und es gibt ja Ämter, da fühlt man sich nicht gewollt. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob du es liebst. Ich denke, wir hier in diesem Land, wir werden geschult, dass wir Formulare üben. Und deswegen glaube ich, dass die digitale Welt in Deutschland keine Chance hat, weil dann brauchst du nicht 325, 600 Formulare füllen. Aber wir sind so in diesem. Und dann war einer von mir an der Kasse dort und der hat angefangen. Und auf einmal sagt er zu mir, was für Sprache sprechen Sie da? Ich sage, Sprache, habe ich gemerkt, ich habe die ganze Zeit ein Zungengebet. Und er schaut mich an und sagt, Senior. Und auf einmal änderte sich sein Gesicht. Auf einmal merkte ich, wisst ihr, Geschwister, der Apostel Paulus, er sagt, wer in Zungen betet, er baut sich selbst, aber der andere versteht nichts. Wenn du voll des Heiligen Geistes bist, dann bist du so, bitte verzeiht mir den Vergleich, bist du so wie eine Frau. Weil Frauen versteht man nicht. Frauen versteht man nicht. Sie sind Wesen von einer anderen Dimension. Sie wurden gemacht, um zu lieben und nicht um zu verstehen. Wo Gott in Liebe zu uns kam, wo Gott uns in seiner Gnade führte, hat er uns die Autorität gegeben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in deinem Alltag, wenn du dein Gebet machst, dass du anfängst, eine Zeit in Zungen zu beten. Wenn du mit deinem Kind, du hast Schwierigkeiten mit den Lehrerinnen und da ist ein Elterntreffen und du bist da in diesem Meeting, das so komisch abläuft, fang an, in Zungen zu beten. Fang an, in Zungen zu beten. Fang an, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Aber ich weiß nicht, was es sagt. Genau das sagt der Apostel Paulus. Unsere Sinne sind unfruchtbar. Wir können nicht erkennen. Es ist eine Sprache, die nicht von diesem Planeten ist. Eine Sprache, die vom Himmel. Und du brauchst die Sprache nicht kennen. Aber der das Gebet erhört, er muss wissen, was los ist. Und das kann nur der Geist Gottes in unserem Geist forschen. Und eine Sprache, die den Geist erforschen kann, du brauchst einen Befund des Arztes, nicht den Befund des Bauers. Der Bauer wird sagen, der hat zu viel Kartoffeln gegessen. Aber wenn wir in Gott gehen, Gott kommt mit dem Befund und sagt, die Sünde in seinem Herzen, die Angst in seiner Kindheit, den Trauma von seiner Schule, der Ausbilder von der dritten Klasse, das Problem in der Beziehung, die Scheidung vor 4 Jahren, die Leberwerte damals, der Vater, der ein Trinker war, der hat diesen Trauma, diese Beziehung, der Heilige Geist, er weiß, was falsch ist, er weiß, was repariert werden muss. Wir sind aber eine Generation, wir haben eine Rolex-Uhr, wir bringen sie zu McDonald's, er tut Ketchup drauf und wir staunen, dass sie nicht mehr funktioniert. Geschwister, wir müssen es zurück zum Hersteller bringen. Der Herr hat dich geschaffen, er hat die Maßstäbe seines Wortes, er hat den Heiligen Geist, er kann dich führen, dass dein Leben wieder in Kraft, wieder in Wahrheit, dass du wieder fröhlich bist, dass du dich wieder freust. Ich habe so viele Geschwister gefunden, die haben so viel Wissen, aber das ist keine Freude mehr. Sie haben so einen übernatürlichen Glauben, aber die Ehepartner fürchten sich für sich. Sie wissen alles, was jetzt eschatologisch in der Offenbarung passiert, aber die Kinder haben Angst vor sie. Es ist nicht mehr diese Gunst der Gnade. Es ist nicht mehr dieses Herz, das bereit ist. Es ist so eine Habgier. Wir möchten mehr haben und vergessen, dass wir in der Gnade Gottes, wir sind berufen, um zu geben. Ich war diese Tage in einem Laden, habe etwas gekauft und hatte nur eine große Not. Und dann kam und gab mir das, der Rückgeld, und der Heilige Geist sagt, lass es ihr. Und ich sage, es für sie ist Corona-Bonus. Ich sage, Corona-Bonus? Gibt es sowas? Wie kann ich noch mehr sowas bekommen? Wisst ihr, wir haben von Gott ein Kreuzesbonus bekommen. Er hat alles umsonst. Die Bibel sagt, umsonst habt ihr es bekommen. Umsonst habt ihr es bekommen. Umsonst, kostenlos habt ihr es bekommen. Wir so tun wir dem anderen so ein Joch aufbauen.
Wir denken, vergessen, dass wir es umsonst bekommen haben, wenn wir dem Herrn dienen. Ich finde das so wunderbar, wenn wir lernen, im Haus des Herrn zu dienen, dann kommt Gott und er segnet uns, weil er freut sich, wenn wir in seinem Haus investieren. Wie schön ist es, wenn wir Freude im Haus des Herrn haben, wenn wir zulassen, dass Gott uns führt. Stehen wir bitte auf. Ich möchte mit dir beten. Erstens, dass du Jesus in deinem Leben einladest. Vielleicht sind so viele Dinge in deinem Leben geschehen. Vielleicht hast du so wie Hannah schlechte Vorbilder im Haus des Herrn. Leiter, Diakonen, Pfarrer, Pastoren, Ältesten, die nicht ihrer Berufung würdig gehandelt haben dir gegenüber. Und wir haben es anders getan. Ich, wenn ich Hannah gewesen wäre, ich hätte den Raum verlassen und gesagt, never more again. Aber nein, sie wusste, es liegt nicht an der Fähigkeit des Dieners, sondern der Gott, der Diener, ist größer und er kann wirken selbst durch unvollständige Werkzeuge. Und wir haben uns distanziert von seiner Gnade, uns distanziert von seinem Haus. Und der Feind kam mit Beschäftigungstherapie, hat uns so viel Beschäftigung gegeben, oft eine Beförderung, oft ein Umzug an einem anderen Ort. Wir dachten, es war ein Segen, aber es hat unsere Kinder von dem Glauben beraubt. Und ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, den Herrn Jesus jetzt in deinem Leben einladen. Wenn du willst, wiederhol einfach dieses Gebet. Sag, lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus komme ich zu dir. Ich danke dir für das ewige Leben. Ich bitte um Vergebung aller meiner Sünden. Ich lade dich ein, Herr Jesus. Komm in mein Leben. Mach alles neu. Sei mein Heiland und mein Herr. Und im Namen Jesu sage ich ab alle Flüche der Vergangenheit, alle Ängste der Tiefe, alle Eigenwilligkeiten. Im Namen Jesu, ich nehme in Anspruch deiner Verheißung und danke dir in Jesu Namen. Amen, Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja! 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 Wo Jesus kam, Johannes der Täufer sagt, dass er ist gekommen, mit Wasser zu taufen. Aber einer würde kommen, der mit dem Heiligen Geist taufen würde. Wir als Gemeinde, wir haben trotzdem weiter mit Wasser getauft. Aber in Wirklichkeit, die Taufe im Heiligen Geist, das ist die Berufung, die Gott uns gibt. Ab dem Moment, wo wir Jesus aufnehmen, kommt der Heilige Geist in uns und du kannst Gebrauch machen von diesem wunderbaren Gott, der in dir lebt und in Anspruch nehmen seine Verheißungen. Wir vergessen es oft. Wir vergessen oft, in Anspruch zu nehmen, das, was Gott uns gibt. Die Bibel sagt, dass der Herr Jesus, er tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Die Bibel sagt, dass wo die Apostel kamen und wenn die noch nicht den Heiligen Geist, haben sie die Hand aufgelegt, haben für sie gebetet und sie bekamen den Heiligen Geist. Und ich möchte heute für dich beten, dass du nicht nur im Heiligen Geist lebst, sondern dass du die Fülle des Heiligen Geistes. Das bedeutet, dass du anfängst, die Sprache des Himmels zu verstehen durch sein Wort. Dass du anfängst, das Wort Gottes zu lesen nach der Interpretation des Heiligen Geistes. Auf einmal wirst du merken, dass Gott viel für dich hat, wo wir manchmal früher voreilig waren. Du hast eine Verheißung bekommen und denkst, jetzt ist es dran. Mose bekam eine Verheißung. Du wirst der Befreier Israels aus Ägypten. Und er ging und fängt an. Erst gleich einen umgebracht, den anderen. Dann auf einmal merkt er, das ist nicht das. Und dann zog er sich zurück 40 Jahre und hat angeblich keinmal mehr die Stimme Gottes gehört. Irgendwie ziehen wir uns zurück und da muss Gott uns suchen. Und vielleicht sind wir in dieser Situation, wo Gott dich jetzt sucht. Und die Bibel sagt, dass der Herr Jesus tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Ich habe 40 Jahre meines Lebens im Glauben gelebt. Ich war errettet, ich war Pastor. Aber ich habe diejenigen, die als Fülle des Heiligen Geistes als Betrunkene beschimpft. Hatten unten in unserer Straße eine Gemeinde, eine missionarische Gemeinde, die mit Heiligen Geist und da haben wir so einen Bogen rumgemacht. Wir haben oft so Angst von Dingen, die wir nicht kennen und lassen nicht zu, dass der Herr uns führt. Wenn wir uns zum Geist leiten lassen, werden Dinge auch geschehen, die uns nicht gefallen werden. Wir werden auf einmal in Situationen bleiben, wo wir früher würden abhauen. Vielleicht in eine Arbeitsstelle, die dir nicht gefällt. Früher hättest du gekündigt. Aber jetzt kommt der Herr und sagt, nein, bleibe da. Fliehe nicht aus der Schule Gottes. Wo du eine Person hast, wo du gerne die Freundschaft behalten würdest, aber der Heilige Geist sagt, wohl der, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen.
wo auf einmal du anfängst, Maßstäbe, auf einmal siehst du etliche Dinge in deinem Haus und sagst, das gehört nicht hier. Auf einmal kommt der Heilige Geist und offenbart dich durch Träume, etliche Dinge der Vergangenheit, die du gemacht hattest und die du nicht in Ordnung gebracht hast. Aber kommt Offenbarung, wie knauserig wir geworden sind, wie viel wir investieren in uns, wie viel wir investieren und wie knauserig wir sind mit dem Nächsten, wie knauserig wir sind mit Dingen, wo wir es dem Herrn bringen. Ich möchte jetzt beten. Ich möchte beten, dass Gott in seinem Sohn dich mit seinem Heiligen Geist füllt, erneuert, begabt und die Zusage seines Wortes in deinem Leben, unabhängig, wo du bist. Vielleicht bist du zugeschaltet im Verkehr, versuch einen Parkplatz zu parken oder vielleicht von zu Hause aus, schließ deine Augen, wenn du hier bist. Erstens, die Bibel sagt, wenn wir glauben, wie die Schrift es sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Psalmist sagt, der Herr ist die Kraft meines Heils. Glaube, Gott kann, Gott will und er wird. Vater, in Jesu Namen kommen wir zum Thron deiner Gnade, Herr. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für die Gabe der Errettung, für die Gnade der Zugehörigkeit, Herr, für die Liebe, Herr, die du der Gemeinde, dem Leib Christi und für die, Herr, diese Erneuerung, die wir haben, wo wir wie deine Kinder sich am ersten Tag versammeln und wo in der Versammlung der Heiligen, der Kraft und der Wort deines Geistes Erneuerung, wo die Kraft, Herr, in deiner Liebe, Herr, uns dazu drängt, Herr, dass wir die Menschen lieben, Herr. Ich bitte, komm, Heiliger Geist, Chorabasura Manan, Lebrasurianda Turamanas, Labasurite Kantatura Manas, Lavaracha Rabaracha, Zidudaya, Yahweh Messi, Turasumanaga Basurianda. In der Autorität des Wortes Gottes, Surabasurianda, im Namen Jesu von Nazareth, empfange Chorabasumana, Lebrasuri Shabaladigasumana Gabasurianda. Empfange im Namen Jesu, sei erfüllt, Heiliger Geist Gottes, Chorabasurimanas. Fang an, dem Herrn zu loben. Öffne deinen Mund und rede, aber nicht in einer Sprache, die du kennst. Öffne einfach deinen Mund, komm mit dem Laut und der Heilige Geist wird es führen. Selbst von zu Hause aus, glaube daran. Lass nicht zu, dass der Unglaube, lass nicht zu, dass die Ängste, lass nicht zu, dass die Hindernisse, lass nicht zu, dass diese Vorurteile dich davon hindern, gesegnet zu sein. Vater, im Namen Jesu, ich bitte ganz besonders für die Person, die zugeschaltet ist, Herr, und die heute so eine große Schwierigkeit, Herr, Bandscheibenschmerzen hat. Vater, in Jesu Namen, Torabasura, komm mit Fülle, Herr. Vater, ich bitte, Herr, für die Schwester, die hier ist, Herr, die betrogen wurde, Herr, in Jesu Namen, Herr, Wiederherstellung, Herr, Vater, Rabasu, ich bitte um den Vater, Herr, der so eine Anklage vom Feind hat, dass er alles falsch gemacht hat. Torabasura, Manas, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, Terabasura, Berabasu, Terasu, Manalaba. Tora suri and alaba sumana la suraba, Bashaloba lebaraba suri tora manaho, Leraba suri manala, Toga suma neraba, Toraba suri mana, kom heiliger Geist, Lebra suri mana, in der Kraft deines Wortes, Lebra suri dera, am Kreuz auf Golgatha, Lebra suri dubam, die Auferstehung der Toten, Tora Manesuri, im Himmel erhoben, Larabasuri und das zu Rechten des Vaters, Sebrasuri Mana, sich gesetzt auf dem Thron, Tarabasuri und das geben Ruhe den Sohn Tom, Kobasuri Mana, Lebrasuri Mana, Larasuri Spiritus Santo de Dios, Kobrasuri Tura, Lerabasuri und das, Lebaras Alabanza Turabasuri, Kerabasuri manas le bai de kasu, Kerabesuri di la sumana gadu, Como heiliger Geist le brasuri manas, Lorabasuri andas te aleluia. Aleluia. Kerabasuri andas, Como heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Vater, komm in deiner Liebe. Herr Jesus, taufe mit deinem Geist. Herabasurianda, Turamansurianda. Jeden Einzelnen, Herr, unabhängig, ob hier sitzend, stehen, Herr, ob zugeschaltet, Herr, ob im Verkehr, Herr. Herr, komm, Herr, belebe, Herr, dein Werk.
Belebe deine Gemeinde. Lebasora Toriana. Herr, ich bitte, dass du mit Heilung kommst, Herr. Heilungen, Herr. Heilung in den Gliedern, Herr. Heilung, Herr, von Kopfschmerzen. Heilung von Migränen. Heilung, Herr, von Zuckerkrankheit. Heilung, Herr, in Jesu Namen, Herr. Heilung in DNA-Fehlfunktionen. Heilung, Herr. Wiederherstellung, Herr. O Herr, Erbauung. Torabas Turiandas. All das, Herr, was in der Geburt fehl war. Komm, Herr, mit Wiederherstellung. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir. Komm, Heiliger Geist. Torabas Turiandas. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, erhebe deine Stimme. Erhebe deine Stimme, Lassura Manas. Teraba, Kora. Komm, Heiliger Geist, belebe, Herr, dein Werk. Führe jetzt, Herr, Vater, in Jesu Namen, Herr. Komm, Heiliger Geist. Taraba, Sumana, Libara, Surianda, Toraba, Sumanas, Kuba, Surimanas, Kera, Surimanas. Komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, komm mit deinen Gaben, Herr. Komm mit Gaben, Gaben der Heilung, Herr. Gaben der Prophetie, Herr. Gaben der Lehre, Herr. Komm mit pastoralen Gaben, Herr. Komm mit ältesten Gaben, Presbyteros Gaben. Vater, komm mit Erneuerung, Herr. Nimm weg diese Ängste, diese Befangenheit, Herr. Nimm weg von diese Sklaverei der Sünde, diese Sklaverei der Abhängigkeit. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm mit Manifestation deiner Herrlichkeit. Herr, wir wissen, du bist hier, aber Herr, komm, Herr, mit Manifestation deiner Herrlichkeit. Herr, komm, Turramanas, stärke den Glauben deiner Kinder, Herr. Herr, zurück zum Maßstab deiner Liebe, Herr. Zurück zum Wort deiner Gnade, zurück zum Wort, Herr. Herr, die Zusage deines Wortes, Herr. Komm, Heiliger Geist. Herr, tröste, Herr. Tröste diejenigen, Herr. Die in Ängsten, die in Not. Tröste diejenigen, Herr. Die nicht wissen, wie es weitergeht. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ich würde bitten, tu deine Hand auf deinem Herz. Vater, in Jesu Namen, Herr, ich bitte jetzt für das Herz deiner Kinder, Herr. Ja, dort, wo das Herz trügerisch gewesen ist, Herr, da, wo das Herz verletzt wurde, Herr, da, wo das Herz getäuscht wurde, verraten wurde, verleugnet wurde, da, wo das Herz in falsche Richtung ging, Herr, da, wo das Herz keine guten Bausteine in der Kindheit bekommen hat, Herr, da, wo das Herz, Herr, missbraucht wurde in der Kindheit, Herr. Ja, da, wo das Herz belogen wurde, Herr, in der Jugendzeit, Herr. Da, wo das Herz falsche Wege eingetroffen ist, weil es wollte geliebt werden, Herr. Herr, da, wo das Herz, Herr, dich nicht kannte, Herr, und in eigener Sehnsucht, Herr, in Bedürfnisse der Liebe, in Ablehnung, Herr, in Komplexe gegangen ist. Ich bitte jetzt, dass du ein neues Herz schenkst, Herr. Vater, eine Transplantation im Herzen deiner Kinder, Herr. Nicht nur das geistliche Herz, sondern das irdische Herz, das emotionale Herz. Ja, da, wo diese Gedanken der Unfähigkeit, diese Ängste der Vergangenheit, diese Anklagen der Hölle, die immer wiederum sagen, und du sollst ein Christ sein. Diese Lüge des Feindes, der sagt, du wirst es nicht schaffen. Herr, diese Dämonen, die sagen, du wirst sterben, Herr. Herr, diese Lügen der Hölle, die sagen, Herr, du wirst nie gesegnet sein. Herr, diese Ängste, Herr, dass das Kind, Herr, eines Tages sterben wird. Vater, in Jesu Namen, wir brechen jeglichen Fluch durch das Blut Jesu Christi im Namen Jesu. Wir verheißen ein Herz des Segnes, Herr. Ein Herz, das gesegnet ist und andere segnet. Ein Herz, das geliebt ist und andere liebt. Ein Herz, das Gunst erfährt und anderen Gunst gibt. Ein Herz, das Gnade erfahren hat und das Gnade weitergibt. Ein Herz, Herr, das von einem gesunden Schöpfer geschaffen wurde. Und ein Herz, das in seinen gesunden Körper jetzt bekommen wird, Herr. Herr, heile, Herr. Heile, Herr. Heile das Herz und den Körper. Zelle an Zelle. Gewebe an Gewebe. Gelenk an Gelenk. Neuronen an Neuronen. Im Namen Jesu von Nazareth. Zurück zum Zustand, wie Gott euch geplant hat. Allen Eingriff der Hölle. Vater, im Namen Jesu. Du bist der Gott, der Heilung bringt. Du bist der Gott, der Heilung bringt, Herr. Knochen an Knochen. Zurück zum Zustand,
wie Gott dich geschaffen hat. Vater, ich bitte aber jetzt ganz besonders für die Berufung, Herr. Ja, da, wo deine Kinder oft in eigener Kraft gegangen sind, so wie Moses, Herr. Herr, und wie dieser Busch noch nicht gebrannt hat, wo das Feuer, Herr, gelöscht wurde, Herr. Wo die Liebe, Herr, betrogen wurde, Herr. Wo die Hoffnung, Herr, in Scherben liegt, Herr. Wo, Herr, Liebe, Herr, nicht mehr erfahrbar ist. Und wo der Glaube irgendwo auf dem Weg geblieben ist. Komm, Heiliger Geist. 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 Ich bitte jetzt, Herr, für die Person, die hier ist, Herr, und die arbeitslos geworden ist, Herr. Vater, du bist der Gott, der Heilung bringt, Herr. Ich bitte die Person zu Hause, Herr, die Covid bekommen hat, Herr, und sich so schuldig fühlt. Vater, komm mit Heilung, Herr. Ich bitte für diese Person, die so einsam ist und sagt, Herr, ich will eine Familie, Herr, sei mir gnädig. Komm, Heiliger Geist. Vater, ich bitte, Herr, dass du führen möchtest, Herr, dass deine Kinder möchten ein Segen sein, Herr. Dass, Herr, da, wo wir hinkommen, Herr, die Welt hat schon genug Herausforderungen, genug arrogante Leute, genug aller Weltbesserwisser. Deine Gemeinde, Herr, sind Personen, die Worte der Gnade, Worte der Liebe, Worte der Erkenntnis, Herr, die Umarmung bringen, Herr, die Hoffnung bringen, Herr, die Liebe bringen, Herr, die Barmherzigkeit bringen, Herr. Herr, belebe, Herr, das Werk deiner Kinder. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Wir möchten jetzt den Lobpreis starten. Wir haben heute Tag der verfolgten Christen. Wir wollen nicht vergessen, nicht nur mit unseren Gebeten, aber auch mit dem, was Gott uns anvertraut hat, die zu segnen, die nicht wissen, ob sie morgen noch leben werden. Mein Vater sagt, sie sangen immer dieses Lied, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Möge sein Frieden euch bewahren, seine Hand euch sicher leiten, bis dass wir uns wiedersehen. Wir haben diese Angst nicht, aber es sind so viele, die Angst haben, jahrelang in so einem Regime leben, dass wir nicht vergessen möchten, unseren Gebeten, aber auch die Hand auszustrecken. Und wo Gott uns so gesegnet hat, dass wir nicht so eigensinnig sind, sondern eines Tages waren wir Flüchtlinge der Sünde. Und Gott hat uns als Samen Abraham eingepropft, als Adoptionskinder. Da sind so viele noch, die schreien. Und Jesus agiert hin, dass wir möchten nicht vergessen, das ist nur Gnade. Das ist nur Gnade. Und dass wir diese Gnade möchten auch denjenigen zeigen, die oft uns nicht gnädig sind. Segnet ihr euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Betet für die, die euch verfolgen, in der Kraft des Heiligen Geistes.